Herzlich willkommen alle miteinander, externe und interne, wie man so schön sagt, also unsere Schülerinnen und Schüler und alle Gäste, die angereist sind. Mein Name ist Nicole Pferdenhalven, ich bin die Schulleiterin dieser Schule und ich freue mich heute wirklich sehr aufrichtig, dass diese Veranstaltung mit Herr Sundermeier organisiert von der Peter-Weiß-Bibliothek unterstützt mit unserer Gruppe Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, mit unserem Kollegen Simon George hier heute stattfindet. Ich finde es eine wunderbare Art der Kooperation und auch das Lernen. Denn nicht nur hier in diesem Raum sind Beteiligte und Zuhörer, sondern in unseren Klassenzimmern digital dazugeschaltet sind die PW-Leistungskurse und Grundkurse unserer Schule. Also liebe Schülerinnen und Schüler in den Räumen, herzlich willkommen auch euch. Ihr hört uns jetzt, glaube ich, nur und ich glaube, man sieht uns auch, oder? Ja, genau, die sind nämlich per Video dazugeschaltet. Machen wir mal so. Ich gebe gleich ab, das ist vielleicht noch ein Satz zu unserer Schule, ein Oberstufenzentrum für Gesundheit und Medizin. Bei uns lernen in der dualen Ausbildung die medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten. Wir haben ein großes berufliches Gymnasium. Wir unterrichten Fachoberschüler und berufsvorbereitende Schüler in den Berufsvorbereitungsklassen, die sogenannten IBA-Klassen. Und jetzt erstmal viel Freude, viel Erkenntnis und viel Diskussion vielleicht im Nachhinein mit Herrn Sundermeier. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung hierher nach Hellersdorf an alle Beteiligten. Ich muss die jetzt nicht jeden Einzelnen nochmal erwähnen. Sie stehen alle unten mit auf dem Plakat, das Sie auch im Eingang sehen. Aber ich möchte mich persönlich dennoch bei Frau Peter und Herrn George bedanken, die das organisatorisch hier ganz maßgeblich mit lauter? Ja? Sie können mich nicht verstehen, okay. Auf die Beine gestellt haben, dann nehme ich das Mikro einfach, jetzt kriege ich ein Nicken aus dem Publikum. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Olaf Sundermeier, ich bin Redakteur bei dem Ihnen vertrauten Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mein Arbeitsplatz ist im Haus des Rundfunks auf der Masurenallee in Charlottenburg, eine ganze Weile von hier weg. Ich habe aber auch relativ lange in Altlandsberg gewohnt, gleich hier um die Ecke. Kenne die U5 und Hönow ist mir vertraut. Auch Hellersdorf ist für mich kein unbekanntes Pflaster. Insofern freue ich mich ganz besonders darüber, hier über meine Arbeit erzählen zu dürfen, über meine Arbeit sprechen zu dürfen, die sich insbesondere mit dem politischen Extremismus in Deutschland beschäftigt. Das mache ich für den RBB jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Und wir stellen fest, dass sich die Zeiten geändert haben. Im Prinzip seit den Jahren 2014, 2015, insbesondere nach Beginn, nach Einsätzen der Flüchtlingskrise, aber auch nach den Wahlerfolgen der AfD, die ja mittlerweile in sämtlichen Parlamenten vertreten ist, auf Landesebene, aber auch im Deutschen Bundestag, dort die größte Oppositionspartei stellt. Wir haben Wahlen in diesem Monat für das Berliner Abgeordnetenhaus, für die Bezirksvertreterversammlung, auch für den Deutschen Bundestag. Deswegen leben wir auch deswegen, nicht nur, aber auch deswegen haben sich diese relativ aufgewühlten Zeiten, die wir jetzt nochmal verstärkt nach der zweiten sehr wichtigen Krise, nach der Flüchtlingskrise, die Corona-Krise, spitzt sich einiges zu im Vorfeld zu den anstehenden Wahlen, was unter anderem darin mündet, dass wir im vergangenen Jahr nicht nur in Berlin, sondern bundesweit einen Höchststand der politisch motivierten Kriminalität insgesamt haben, und zwar auf allen möglichen Seiten des politischen Spektrums. Das heißt, das politische Klima ist insgesamt aufgeheizt. Wir erleben das auf den Straßen, in den Parlamenten, im Internet in besonderer Weise. Auch diese Veranstaltung findet statt. Sie haben es gerade gesehen am Eingang, im Sicherheitsdienst. Die Polizei ist hier heute vor Ort. Das sind alles Bedingungen, die es so in Berlin in den vergangenen Jahren nicht gegeben hätte. Das fing an im Prinzip mit Pegida 2014 in Dresden, und ich habe immer parallel zu meiner Arbeit auch Vortragsveranstaltungen gemacht, die zu der Zeit schon auch insbesondere in Sachsen, aber auch in anderen Gegenden
dann entsprechend flankiert und gesichert werden mussten. Die freie Aussprache, der freie Diskurs, die Meinungsfreiheit in Deutschland ist zumindest etwas, das umstritten ist. Auch Medienvertreter sind unter Druck geraten. Politiker, und damit meine ich nicht Regierungspolitiker oder die Bundeskanzlerin, Bundesminister, sondern insbesondere Kommunalpolitiker, sind unter Druck geraten. Stellenweise werden angegriffen, angefeindet, bedroht. Es gibt die ersten Politiker in den vergangenen Jahren, und ich habe mit vielen gesprochen aus Schleswig-Holstein, Sachsen und so weiter, die mittlerweile für kein politisches Amt mehr kandidieren wollen, weil sie sich dieser Bedrohungslage und dem Hass, mit dem wir es jetzt zu tun haben, nicht mehr aussetzen wollen. Und das sage ich ganz frei, unabhängig von den unterschiedlichen politischen Parteien, für die diese Menschen oft ehrenamtlich aktiv sind. Wir hatten in jüngster Zeit, in den vergangenen Tagen, sehr viele Anfeindungen, insbesondere in Sachsen, aber auch in anderen Gegenden Deutschlands, gegen einzelne Politiker. Zum Beispiel wurde der sächsische Ministerpräsident, Herr Kretschmer, auf massive Art und Weise dort bedrängt, angefeindet. Sie kennen diese Bilder möglicherweise auch aus den Nachrichten in den vergangenen Monaten, und das hängt mit einer insgesamt aufgeheizten politischen Stimmung zusammen in Deutschland, an der unterschiedliche Akteure ein ganz ursächliches Interesse haben. Und das ist im Prinzip, da versuche ich Antworten darauf zu finden, erstmal darzustellen, wie die Zusammenhänge sind, welche Akteure da wirken, wie dort bestimmte Akteure zusammenwirken, wie gesagt, auf der Straße, in den Parlamenten, auch im Internet, aber auch Antworten auf die Frage zu finden, was die Ursachen dafür sind. Ich bin hier zu Gast heute in einer Schule ohne Rassismus, die Teil eines großen bundesweiten Netzwerkes ist, wo es eben nicht nur ausschließlich um Rassismus geht, aber insbesondere nämlich um die sogenannte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wo der Rassismus dazugehört. Wir haben neben dem Rassismus auch die Islamfeindlichkeit, den Antisemitismus, wir haben Homophobie, wir haben Frauenfeindlichkeit, alles das sind Syndrome, die insgesamt die Menschenfeindlichkeit ausmachen, und Menschenfeindlichkeit ist im Prinzip etwas, was seit diesen beschriebenen Jahren, über die ich gerade gesprochen habe, für mich war 2014 auch in meiner persönlichen Arbeit da ganz deutlich so etwas wie eine Zäsur, in besonderer Weise offen zutage tritt. Das heißt, wenn wir den Einstellungsstudien Glauben schenken dürfen, die es seit vielen Jahren gibt, gibt es jetzt nicht zwingend mehr Menschen, die erfüllt sind von rassistischen Einstellungen, von Islamfeindlichkeit, von Antisemitismus, von all diesen Dingen, sondern diese Einstellungen treten deutlicher zutage, offensiver zutage, treten auch auf einer Handlungsebene zutage, indem jetzt ein Politiker, dessen Meinung ich nicht teile, oder ein Fernsehprogramm wie der RBB, wie die Abendschau, andere auch, oder die Tagesschau, die Tagesthemen, ARD, ZDF, Sie können sie alle nehmen, mit deren Berichterstattung ich in einzelnen Fällen nicht zufrieden bin, sondern es mündet in einer Medien, in einer Feindlichkeit gegen Politiker, gegen Medienschaffenden, die sich unter Umständen auch in Bedrohung, Anfeindungen oder Gewalt entlädt, und das auf allen Ebenen, die unsere Wirklichkeit bietet. Wie gesagt, auf der Straße, auch insbesondere im Internet, erreicht mittlerweile auch Wissenschaftler, wenn wir an Professor Drosten denken, wenn wir an Politiker wie Karl Lauterbach denken, die in der Corona-Krise eine ganz besondere Rolle eingenommen haben, dann ist es das eine zu sagen, ich stimme damit nicht überein mit der Meinung, die dort jemand vertritt, oder einer Expertise, die jemand vorträgt. Das andere ist aber, Morddrohungen an einen Politiker zu geben, wie zum Beispiel Herr Lauterbach, dem das regelmäßig widerfährt, ebenso wie zahlreichen Kollegen aus der Medienschaffenden das widerfährt oder anderen Politikern und Wissenschaftlern eben. Ich war gerade schon bei dem Thema Flüchtlingskrise und möchte jetzt mit einem Filmbeitrag Ihnen einfach mal zeigen, wie auch über das Thema Demokratie ist in Gefahr. Das kann ich vorweggreifen. Ja, sie ist zumindest unter Druck. Ich erlebe, dass die Demokratie einem massiven Stresstest ausgesetzt ist, dem wir alle uns stellen müssen, und nicht nur die in irgendwelchen Parlamenten sitzen, sondern jedes einzelne Mitglied unserer Gesellschaft muss erkennen, dass die Demokratie eine Gefährdung
Einstellung erfährt, mit der man sich auseinandersetzen muss, gegen den man sich wehren muss, und zwar nicht mit Gewalt, sondern ausdrücklich mit demokratischen Mitteln, wenn es sein muss, auch mit demokratischem Streit. Forciert, angefeuert wird sowas sehr häufig durch Desinformationskampagnen ganz gezielt, sogenannte Fake News, und damit meine ich jetzt nicht die Fehler, die uns Journalisten auch immer mal wieder passieren, auch mir als jemand, der eine Berichterstattung macht, passieren selbstverständlich Fehler in der Berichterstattung, sondern ich meine das, wo eine gezielte Desinformation unter die Leute gebracht wird, um eine Situation in besonderer Weise aufzustacheln. Wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, am Beispiel Cottbus, nicht so fürchterlich weit von hier, also eine Stadt, die vielen von Ihnen auch präsent sein dürfte, und ich zeige jetzt mal einen Beitrag, das ist ja das Video 2 aus Cottbus, wo wir für das ARD Politmagazin Kontraste einen Beitrag gemacht haben über den inszenierten Skandal, da geht es um Kriminalität unter Flüchtlingen, unter Syrern, die in relativ hoher Zahl dort in die Stadt gekommen sind. Bitte. Cottbus in Brandenburg. 100.000 Einwohner. Rund 8% Migranten. Etwa die Hälfte davon Flüchtlinge. Und seit kurzem eine Stadt in Aufruhr. Wir sind diejenigen, die in dieses Land gehört. Deutschland den Deutschen gefällt. Verpiss dich. Wir haben in DDR-Zeiten mit so vielen Ausländern zusammengearbeitet. Da gab es diese Scheiße hier nicht. Durch unsere Stadt geht ein tiefer Riss. Was ist passiert? Wie schlimm sind die Zustände wirklich? Ein Einkaufszentrum. Bei einem Streit mit einem Ehepaar soll hier ein 14-Jähriger ein Messer gezogen haben. Wenige Tage später, gleicher Ort. Deutsche und syrische Jugendliche geraten aneinander. Einer der Deutschen wird mit einem Messer im Gesicht verletzt. Eine Zeugenaussage verbreitet sich rasant über soziale Netzwerke. Gerade gesehen, wie wieder ein Kanake einen Deutschen niedergestochen hat. Der hat ihm erstmal das Messer quer über das Gesicht gezogen. Die Polizei sagt, solche Gewalttaten haben zugenommen. Konkrete Zahlen nennt sie Kontraste auf Nachfrage nicht. Auch eine Bürgerinitiative namens Zukunft Heimat hat keine Zahlen, aber sie erweckt den Anschein, dass Cottbus in Flüchtlingsgewalt versinkt, und ruft zu Demonstrationen auf. Tausende kommen. Sie hören, wie der Vorsitzende der Initiative Stimmung macht. Und solange wir untereinander waren, hatten wir keine Angst, mit der Straßenbahn zu fahren. Kein deutscher Mitschüler hat dem anderen das Gesicht zerschnitten. Wir sind das Volk, die Befürworter. Wiederholt redet Bernd auf den Demonstrationen von der Abschaffung des deutschen Volkes. Geht es ihm wirklich um Cottbus oder sucht er eine Bühne für pauschale Hetze? Sie reden immer davon, dass man uns abschaffen will. Was heißt das? Wir laufen Gefahr, bei einem fortgesetzten Offenhalten der Grenzen zur Minderheit, als Deutsche zur Minderheit im eigenen Land zu werden. Abgeschafft wird die deutsche Tradition, die deutsche Kultur. Abgeschafft würde dann, wenn die Deutschen in der Minderheit sind, sozusagen das deutsche Volk. In Cottbus verbreitet Bernd diese Behauptung schon seit dem vergangenen Sommer. Es ist ein Angstszenario, das Zukunft Heimat auf allen Kanälen aufbaut. Der Rechtsextremismusforscher Gideon Botsch beobachtet das seit langem. Cottbus wird zum Fokus gemacht, wird zu einem Brennpunkt erklärt, an dem man demonstrieren kann, wie man in einer Stadt die Hoheit gewinnt. Das Bild, das hier erzeugt wird, dass es ein Bürgerkriegsszenario gibt und dass Gewalttaten, wenn sie sich Flüchtlingen zuordnen lassen, Ausdruck eines solchen Bürgerkriegs sind. Und die Strategie der Rechten scheint aufzugehen. Ich habe auch einen Sohn mit 20 Jahren. Ich lasse ihn hier nicht mehr in die Stadt. Messer ist eine tödliche Waffe und das sind eben die Flüchtlinge. Ich würde mit meiner Tochter auch abends nicht mehr hier rausgehen, weil der Treffpunkt ist ja hier. Und mich anpöbeln zu lassen, habe ich echt keinen Bock. Eine Begegnung auf dem Stadthallenvorplatz. Das Feindbild sind die Flüchtlinge. Ich verteidige mein Land und sein muss auch mit Faust. Was verteidigen Sie denn genau? Auf alle Fälle, wie es Zukunft Heimat sagt, auf alle Fälle erstmal Cottbus. Defend Cottbus, verteidigt Cottbus, wird zum Schlagwort und zur Kampagne im Netz und auf der Straße. Verteilaktion am Vorabend der großen Zukunft Heimat-Demo. Cottbus bleibt deutsch, was heißt das? Na, das, was drauf steht. Cottbus bleibt deutsch. Und wie will man das erreichen? Ja, dann müssen wir uns mit euch hinweisen. Richtig. Die rechtsextreme Szene.
Hier in Cottbus ist sie so stark verwurzelt wie nirgendwo in Brandenburg. Vor wenigen Tagen, Pressekonferenz des Oberbürgermeisters. Und eins möchte ich an dieser Stelle auch vor den Medien hier ganz deutlich sagen, was mich stark betroffen gemacht hat und sehr, sehr viele Cottbusser, ist, dass diese Stadt wieder in eine rechtsextreme Ecke gedrängt worden ist. Besuch des Innenministers unmittelbar nach den Messerattacken. Seine Reaktion, keine weiteren Zuweisungen von Flüchtlingen nach Cottbus. Mehr Polizei wird auf die Straße geschickt. Es war die Stimmung, die den Oberbürgermeister zu einem Hilferuf getrieben hat. Und ich bin wegen der Situation und des Hilferufes aus der Stadt in die Stadt gefahren. Politisches Einknicken vor dem Druck der Straße, gezielte Stimmungsmache und die Tatsache, dass die Polizei nicht konsequent eingeschritten ist, als tatsächlich Flüchtlinge auffällig wurden. Eine gefährliche Mischung. Die Cottbusser Jugendhilfe. Jörn Meyer betreut auch die syrischen Jugendlichen, von denen jetzt alle reden. Er kennt die Probleme, warnt aber davor, sie zu instrumentalisieren. Ich will nicht sagen, dass es entschuldbar und normal werden soll. Das ist es nicht. Aber es ist nicht in dem Maße stattgefunden in Cottbus, dass wir uns tatsächlich ängstigen müssten. Er verurteilt die Messerangriffe und kennt einen Syrer, der daran beteiligt war. Ja, und ich habe ihn gefragt, warum hast du ein Messer? Ich habe ihm ganz genau, hast du ein Messer in Syrien gehabt? Er hat nein gesagt. Und ich weiß, das ist falsch, aber trotzdem hat er das gemacht. Viele Flüchtlinge fühlen sich seit den Messerattacken unter Generalverdacht. Auch der syrische Student Morhaf al-Rachal. Seine Freunde erzählen ihm, dass die Anfeindungen zuletzt zugenommen haben. Aus Angst wollen sie nicht gezeigt werden. Reifen wurden zerstochen, Fensterscheiben eingeworfen, alles wurde angezeigt. Bisher ohne Folge. Was bleibt, ist die Verunsicherung. Ich kann nicht mehr auf Arabisch in der Straße reden. Ich habe Angst. Ich will, dass die Leute, die deutsche Leute, die mich nicht so viel kennen oder nicht, überhaupt nicht kennen, ich will das nicht, dass sie wissen, dass ich Syrer bin. Flüchtlinge und Bürger. Angst auf beiden Seiten. Am vergangenen Wochenende haben auch diese Cottbusser demonstriert für ein Leben ohne Hass. Es waren deutlich weniger als bei Zukunft Heimat. Cottbus bleibt eine gespaltene Stadt. Das Resultat gezielter Stimmungsmache. Das war jetzt ein Beitrag von aus Anfang 2018. Ich war am 4. September. Also vor wenigen Tagen wieder in Cottbus. Diese Demonstrationsinitiative Zukunft Heimat gibt es immer noch. Die haben dort wieder eine Demonstration gemacht, weil es vor einiger Zeit eine Auseinandersetzung von syrischen Flüchtlingen untereinander gab, und zwar heftigsten Maßes. Die haben mit Holzlatten aufeinander eingeprügelt. Es kursierte ein Video davon im Internet, das sofort von Zukunft Heimat verbreitet wurde, das von der AfD verbreitet wurde, von denselben Akteuren, diesen Vereinsvorsitzenden, den sie dort gesehen haben, Herrn Berndt, der dort auch jetzt wieder gesprochen hat vor den Bundestagswahlen, ist inzwischen in die AfD eingetreten, ist anschließend 2019 bei den Landtagswahlen in Brandenburg mit einem Direktmandat für die AfD in den Potsdamer Landtag eingezogen, ist dort mittlerweile Fraktionsvorsitzender, der Nachfolger von Andreas Kalbitz, der ja dieses rechtsextremistische Parteien-Personennetzwerk der Flügel angeführt hat, das sich auch regelmäßig hier am Ende der U5 trifft. Da gibt es eine Gaststätte, einen Treffpunkt des AfD-Flügels, wo immer mal wieder Veranstaltungen vorkommen, und der dieses Konzept jetzt im Prinzip nicht nur beim Thema Kriminalität, Gewalt, die in Einzelfällen auch von Flüchtlingen ausgeht, das ist einfach so, und in die Zahlen, ich habe mir die aktuellen Zahlen da nochmal bestätigen lassen von der Cottbusser Polizei, sind seit 2018 ganz deutlich zurückgekommen. Diese Leute machen auch etwas, das ist das Nächste, zu dem ich als Nächstes komme, sie organisieren in der gleichen Weise, mit der gleichen Kampagnenartigkeit, übrigens mit denselben Personen, mit denselben Menschen,
Anti-Corona-Demonstrationen nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Berlin. Diese Leute, die dort in diese Demonstrationen in Cottbus ausgemacht haben, die auch eine politische Stimmung in der Stadt gedreht haben, der AfD ist es gelungen, anschließend 2019 dort das Direktmandat bei den Landtagswahlen zu holen. Sie hatten die meisten Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2017 und schicken sich jetzt an, nach der gleichen mit dieser Strategie tatsächlich ein Direktmandat zu erlangen, dort bei der Bundestagswahl. Das ist zumindest nicht ausgeschlossen in den jüngsten Prognosen. In den jüngsten Prognosen führen sie. Das sind aber im Kern dieselben Leute, die wir vom Brandenburger Tor sehen, wenn gegen eine Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes im Deutschen Bundestag abgestimmt wird. Das war im April diesen Jahres so, das war am 18. November vergangenen Jahres so, als ich auch dort gewesen bin, dort berichtet habe, sie sind nur ein Teil dieser Corona-Protestierer, dieser gesamten Corona-Querdenkenszene auch, haben sich aber unmittelbar dort angeschlossen und machen das, was man im Prinzip, wenn man diese Strategie erfolgreich, und ich nenne das durchaus erfolgreich, umsetzt, man versucht aus Krisen, aus gesellschaftlichen Krisen, und wir stecken mittendrin in einer, in der Corona-Krise, politisches Kapital zu schlagen, indem man die Angst, die teilweise ja begründete Angst der Bevölkerung. Ich kann auch Menschen verstehen, die Sorge, die Ängste haben, wenn neue Menschen irgendwie in die Stadt kommen, an den Ort, in dem ich lebe, wo ich irgendwie kulturelle Barrieren habe, wo ich auch nicht weiß, wie tatsächliche oder vermeintlich stattgefundene Straf- und Gewalttaten zu bewerten haben, wie man damit umgeht oder wie zum Beispiel auch die Angst in dieser Corona-Krise, in dieser Pandemie, wie damit umzugehen ist. Also zu gehen ist eine zutiefst verunsicherte Bevölkerung, die wir jetzt in besonderer Weise wieder haben, für die eigenen Zwecke politisch zu nutzen über das Mittel der Desinformation. Das sind im Wesentlichen wiederkehrend dieselben Menschen und Akteure, die genau diese Strategie auf die Straße bringen, und wie sich das bei den Querdenkern, also darstellt, immer wieder auch mit der Bühne Berlin. Berlin ist als Hauptstadt medial mega ausgeleuchtet. Jeder, der hierher kommt und demonstriert, hofft auf eine große Öffentlichkeit. Deswegen demonstrieren auch diese Querdenker hier ja in Berlin, die seit dem ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres übrigens mit tatkräftiger Unterstützung ihrer örtlichen blauen Partei, Hygiene, also örtlich meine ich Marzahn-Hellersdorf, Hygienedemonstrationen vor der Rosa-Luxemburg, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne betrieben haben, die dann immer größer wurden, bis sie in diesen Großdemonstrationen im August vergangenen Jahres auf der Straße des 17. Juni im Regierungsviertel mündeten und zuletzt eben im August uns folgende Bilder bescherten, die ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen möchte. Auch da geht es wieder um eine diesmal verbotene Demonstration hier bei uns in Berlin am 1. August, bei der aber verschiedene Akteure genau mit diesem Ziel, Destabilität zu sorgen, nicht zwingend mit dem gewünschten Ergebnis, Punkte für eine bestimmte Partei zu bringen, sondern den sozialen Frieden in der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Bitte das Video 3 über die Querdenker im Kampfmodus hier bei uns in Berlin, bitte. Querdenken vergangenes Wochenende. Nicht nur Polizisten werden angegangen, die Aggressionen treffen auch unsere Reporter. Wenn du hier filmst, nimmst du deine Maske ab und gibst erst einmal deine Daten her. Guck mal, dein Ding weg hier. Hallo, hallo. Unter den Anheizern in Berlin auch Männer, die aus dem Sicherheitsapparat kommen. So wie Karl Hilz, ehemaliger Polizeihauptkommissar. Die Regierungen treten unsere Grundrechte mit Füßen. Und das hat kein Beamter, keine Polizei zuzulassen, denn das ist Hochverrat. Gezielt will Hilz Polizeibeamte für die Querdenkenbewegung gewinnen. Er hat dafür die Vereinigung Polizisten für Aufklärung gegründet. Hilz behauptet, viele Beamte würden seine Ansichten teilen. Es sind sehr viele, die sich berufen fühlen, nur
zeigen Sie nicht, dass Sie zu unserer Friedens- und Freiheitsbewegung gehören, weil Sie sonst von den Mainstream-Medien regelmäßig diffamiert und angegriffen werden. Immer wieder fallen uns während der Proteste auch Demonstranten auf, die Militärkleidung tragen und offenbar einen entsprechenden Hintergrund haben. So wie dieser Hauptfeldwebel. Finden Sie die Frage berechtigt, dass man sich die Frage stellt, warum jemand in Uniform... Die Frage ist berechtigt, aber mit Ihnen möchte ich mich darüber nicht unterhalten. Ich habe damals einen Eid geleistet, da hieß irgendwie mein Volk zu schützen, gegen innere und äußere Feinde. Als die Polizei auf die Bürger losging, da haben sich die Reservisten und Veteranen dazwischen gestellt. Und dafür bin ich jetzt da. Die bewusste Konfrontation mit der Polizei haben sie sich aus den Niederlanden abgeschaut. Mehrfach schon formierten sich dort Veteranen bei Corona-Protesten in der ersten Reihe, um sich der Polizei entgegenzustellen. Zu den Initiatoren in Deutschland gehört Frank Horn. Der Lübecker Ex-Soldat hat den Telegram-Kanal Soldaten und Reservisten mit fast 7000 Abonnenten mitgegründet. Dort finden sich wüste Verschwörungsfantasien. Aktuell etwa die Behauptung, mit den Corona-Impfungen solle die Weltbevölkerung bis auf 500 Millionen Menschen drastisch dezimiert werden. Horn sagt, er wolle die Militärs für den Tag X vernetzen. Dann solle die Regierung an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt werden. Da werden demnächst viele bestimmt nicht selber hinfahren, sondern auch hingefahren werden. Frau Merkel beispielsweise. Unter anderem, ja. Ich würde ihr die Acht umlegen und würde sie dahin bringen, persönlich. Und ich glaube, da gehören noch ein paar andere dazu. Der Bus wird voll. Vor kurzem hat Horn über seine Gruppe Krisenhelfer für das von der Flut zerstörte Ahrweiler mobilisiert. Dutzende Veteranen sammelten sich dort. Ich möchte nicht gefilmt werden. In einem PR-Coup hatten sie gemeinsam mit einigen Querdenkern eine Grundschule in Ahrweiler als Hauptquartier in Beschlag genommen. Zeitweise angeführt von diesem Mann, Maximilian Eder, ein ehemaliger Bundeswehroberst. Als Kommandeur befehligte er ein Bataillon im Kosovo-Einsatz der Bundeswehr. Er gehörte auch dem Kommando Spezialkräfte an, dem KSK. Inzwischen tritt Eder als Redner bei Querdenken-Demos auf. Man sollte das KSK mal nach Berlin schicken und hier ordentlich aufräumen. Dann könnte man sehen, was die können. Ins Flutgebiet hat den Oberst AD nach eigener Aussage einer der führenden Querdenker persönlich geschickt, Bodo Schiffmann. Mit seinem Bus tourt Schiffmann durchs Land. Wir treffen ihn in Koblenz. Herr Eder ist Teil unserer Freiheitsbewegung. Er hat Freunde um sich, die er noch aus seiner Militärzeit kennt. Denen erteilt er Befehle und wir sind Unterstützer, die sagen, ja, das ist eine gute Idee, weil wir brauchen jemand, habe ich auch mehrfach in meinen Videos gesagt, der einfach Erfahrung hat, auch im militärischen Bereich. Videos der Querdenkenszene belegen, in Ahrweiler trat Eder verbotenerweise auch in Uniform auf. Der Reservistenverband der Bundeswehr hat deshalb Strafanzeige gegen ihn wegen Amtsanmaßung erstattet. Man vermutet hinter dem Vorgehen System. Große Teile der Querdenker-Szene akzeptieren ja auch die legitime staatliche Autorität nicht, Polizei nicht, Politik nicht, Gerichte nicht. Und man versucht sich da als Alternative zu suggerieren, einen militärischen Touch oder einen polizeilichen Touch zu geben. In Ahrweiler vernetzten sich verschiedene Gruppen aus dem Querdenken-Kosmos unter Eders Ägide. Seinen pseudo-offiziellen Befehl Nummer 1 zur Hochwasserhilfe unterzeichneten neben ihm selbst auch Bodo Schiffmann, Querdenken-Gründer Michael Ballweg, Karl Hilz von den Polizisten für Aufklärung, Frank Horn von den Soldaten und Reservisten und weitere Veteranengruppen. Wir treffen Eder am Vorabend der Querdenken-Proteste in Berlin. Auch er setzt auf die große Abrechnung mit der Regierung wegen der Corona-Maßnahmen. Das ist alles dokumentiert, was mittlerweile läuft. Es wird auch dokumentiert, was an Impfschäden in diesem Land entstanden ist und was auch, sage ich mal, auf Regierungsseite geleugnet wird. Das wird alles gesammelt, über die Monate hinweg, über die Jahre. Und das wird kommen. Den Haag hat einen sehr langen Atem, das sage ich immer wieder. Und das ist so. So fern der Realität all das ist, Verfassungsschützer wie Stefan Kramer sehen das Netzwerk von Ex-Militärs und Polizisten rund um Querdenken mit Sorge.
Wir erreichen Kramer in seinem Urlaub. Wir brauchen sicherlich jetzt auch nicht vor Angst gleich in den Keller zu gehen, aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir hier ein Gefährdungspotenzial haben, was man eben nicht verniedlichen und kleinreden soll, indem man diese Leute einfach nur als Spinner abtut. Wir haben erlebt, dass aus solchen Spinnereien ganz schnell Gewalttaten werden können, bei denen dann eben Menschen nicht nur zu Schaden kommen, sondern auch ihr Leben verlieren. Als Spinner wurden auch die Reichsbürger lange Zeit abgetan. Bei den Demonstrationen der Querdenker sorgen sie immer wieder für Aufruhr, wie bei der Besetzung der Reichstagsstufen vor einem Jahr. Über die Corona-Proteste sei ihre Zahl angestiegen, so der Verfassungsschutz, auf 20.000 Personen. Dazu gehören auch Sie, Angehörige des Fantasiestaats Königreich Deutschland. Wir treffen auch Sie während der Proteste in Berlin. Dadurch, dass bei der Querdenkenbewegung schon überproportional viele Menschen gesehen haben, dass dieses System nicht ihrem Wohl dient, dass es prinzipiell korrupt ist, das allein schafft schon die Verbindung, weil wir wollen ja ein alternatives System machen. Im eigenen Reichsbürgerstaat, in dem die Gesetze der Bundesrepublik keine Gültigkeit haben. Dafür herrscht ein Imperator. Der heißt Peter Fitzek, genannt Peter der Erste seit dieser Inszenierung. Reis, Apfel und Zepter. Die Reichsbürger um Fitzek trafen sich im November heimlich in dieser Gaststätte in Saalfeld mit der Spitze der Querdenker. Eingeladen hatte Querdenken-Gründer Michael Ballweg. Laut interner Dokumente, die Kontraste vorliegen, wurde Ballweg sogar selbst Staatszugehöriger von Fitzeks Königreich Deutschland. Auf unsere Anfrage schreibt Ballweg, er habe lediglich ein Konto bei einer von Fitzek gegründeten Gemeinwohlkasse eröffnet. Und weiter? Das Konto bei der Gemeinwohlkasse werden wir heute kündigen. Auch Peter Hilz und andere Ex-Polizisten aus dem Querdenken-Umfeld waren bei dem Strategietreffen mit den Reichsbürgern dabei. Und so finden rund um Querdenken derzeit viele zusammen. Männer aus dem Sicherheitsapparat, Verschwörungsgläubige, Umstürzler. Eine brisante Mischung, die gefährlich werden könnte, sagt der Demokratieforscher Matthias Quent. Man untergräbt das Vertrauen in die Behörden, in den Staat, in einer Art und Weise, die sagt, wir bauen jetzt hier einfach unseren eigenen Staat auf, wir bewaffnen uns selber und irgendwann stellen wir auch die Regierung an die Wand. Die Querdenker und ihr Umfeld sind zwar weniger geworden, aber wie es scheint, auch radikaler. Ja, ich würde nicht mal mehr von einer Bewegung sprechen, sondern von einer Szene. Sie sind tatsächlich weniger geworden, der harte Kern vielleicht 5.000 Leute. Aber es gibt natürlich sehr viele Menschen, die grundsätzlich auch Zweifel an der aktuellen Regierungspolitik und an den Maßnahmen in dieser Krise haben. Das muss und darf auch erlaubt sein. Aber diesen Menschen geht es darum, die Gesellschaft zu destabilisieren, den Staat zu destabilisieren und sie träumen vom Umsturz. Das ist im Prinzip der Hintergrund, vor dem Impfzentren angegriffen werden, vor dem es Anfeindungen gibt, auch gegen Schulen. Ich weiß, dass an dieser Schule auch mobile Impfteams im Einsatz sind, an denen so etwas stattfindet. Das ist jetzt keine, nach meiner Einschätzung kein flächendeckendes Phänomen, keine flächendeckende Gefahr, aber etwas, das punktuell in den Köpfen dieser Leute immer dort stattfinden kann, wo sie funktionierende Gruppen haben, wo es viele Akteure gibt, die zusammenkommen, die ganz entschieden auf eine Handlungsebene kommen wollen und aktiv etwas gegen diese staatlichen Maßnahmen unternehmen wollen. Das sind Menschen, aus deren Gruppe Politiker angefeindet, angegriffen werden. Wissenschaftler, Impfzentren, Sie kennen all diese Fälle, jüngsten Fälle aus der Aktualität, aus den Nachrichten in den vergangenen Tagen. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch einen kurzen Beitrag aus der Abendschau bringen, weil diese Querdenker, die gibt es nicht nur irgendwo im Fernsehen und weit weg und auf der Straße und in Demonstrationen, die Sie anschließend im Fernsehen sehen, sondern die gibt es natürlich auch unter uns, bei allen möglichen Berufsfeldern, aber eben auch unter Lehrern. Es gibt den Fall eines Lehrers, eines Weddinger Oberstufenzentrums, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, seit nunmehr
über einem Jahr, weil Schüler auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, wir haben da einen Lehrer, der sagt, wir sollen keine Maske tragen im Unterricht, wir haben Angst, dass unsere Gesundheit gefährdet ist, wir wollen uns gar nicht mehr von diesem Lehrer unterrichten lassen. Es war sogar eine Zeit lang so weit, das ist das Oberstufenzentrum Kommunikation und Medien auf der Osloer Straße im Wedding, dass die Schüler dieser Schule überlegt haben, den Unterricht zu streiken, wenn dieser Lehrer noch weiter unterrichtet. Der hat diese ganze Situation als Anhänger der Querdenkenbewegung so weit auf die Spitze getrieben, dass er jetzt kürzlich, dass eben die Kündigung ausgesprochen wurde durch die Berliner Bildungsverwaltung. Und diese Geschichte möchte ich Ihnen jetzt noch kurz in dem letzten Beitrag, das ist der Beitrag 1, aus der Abendschau vor wenigen Wochen darstellen, wie im Prinzip dieses Denken, diese Desinformation auch im Umfeld von Schule stattfinden kann. Mobile Impfstationen werden in Kürze in der Schule antreten, um impfwillige Schülerinnen und Schüler zu pieksen. Ich habe an der Lippe gleich einen Herpes bekommen. Und ich sage euch, diese Impfstationen haben in der Schule nichts, aber auch gar nichts verloren. Das ist die Schule von Lehrer Bormann, ein Oberstufenzentrum im Wedding. Seit Beginn des neuen Schuljahres soll er hier eigentlich wieder unterrichten, heißt es aus der Schule. Vor einer Woche wurde mehreren Lehrern schriftlich mitgeteilt, dass Lehrer Bormann zum neuen Schuljahr als Klassenlehrer minderjähriger Auszubildender eingesetzt werden soll. Einige Kollegen und auch die größte Lehrergewerkschaft sind empört, weil Bormann sich gegen einen möglichst sicheren Schulbetrieb in der Pandemie stellt. Es ist gut, dass die Bildungsverwaltung hier ein Impfangebot für die Schülerinnen und Schüler schafft, und es ist total unpädagogisch und auch total unsicher und gefährlich, wenn dieser Lehrer das Impfangebot der Bildungsverwaltung so dermaßen hintertreibt. Für Sie wird Lehrer Bormann immer mehr zum Problem. Von seinen Kollegen erfahren wir nach dem ersten Schultag, dass er als Klassenlehrer unterrichtet haben soll. Das belegen auch die Planungen, die dem RBB vorliegen. Damit konfrontiert antwortet die Bildungsverwaltung gestern, dass er zum neuen Schuljahr nicht direkt mit Schülerinnen und Schülern arbeiten wird. Aber was macht er dann genau in der Schule? Die Frage bleibt offen. Bereits im Januar war er abgemahnt worden, weil er seine Schüler aufgefordert hatte, keine Masken zu tragen. Maske tragen ist dumm. Es gibt hier weit und breit kein Virus. Vor was wollen Sie schützen? Es ist ein modernes Hakenkreuz. Immer wieder stellt Lehrer Bormann öffentlich NS-Vergleiche her. Ein gängiges Muster unter Corona-Leugnern und Impfgegnern. Auch in einem seiner jüngsten Videos zeigt er sich deutlich antisemitisch. Also ich halte das für eindeutig eine Art der Holocaust-Verharmlosung, weil ja dafür gleichgesetzt wird, dass unsere heutige Situation vergleichbar mit dem System der Konzentrationslager im Nationalsozialismus sei, und das ist natürlich nicht gegeben, und von daher wird sozusagen, werden die Unrechtstaten und die mörderischen, die Politik des NS wird verharmlost. Darin sieht Historiker Uffe Jensen eine Volksverhetzung, die möglicherweise strafbar sein könnte. Spätestens dann wäre für Lehrer Bormann kein Platz mehr in der Schule. Okay, vielen Dank. Wenige Tage nach Ausstrahlung dieses Beitrags wurde ihm tatsächlich gekündigt, und die Berliner Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen jetzt wegen dieses Straftatsbestands der Volksverhetzung gegen diesen Lehrer Bormann. Vielen Dank, und dann freue ich mich auf jeden Fall, mit Ihnen, mit euch ins Gespräch zu kommen nachher. Kommen wir gleich zur ersten Frage von den Schülern. Was empfehlen Sie uns als Gesundheits-OSZ, mit Corona-Leugnern umzugehen, beziehungsweise können wir was tun, und wenn ja, was? Also das ist eine Frage, auf die ich eine zweigeteilte Antwort frage. Das eine ist ja eine Meinung jetzt von einem Corona-Leugner, und das andere ist ein Verhalten. Und das Verhalten zum Beispiel von diesem Lehrer, den ich gezeigt habe, der seine Schüler aufgefordert hat, keine Maske zu tragen, das geht nicht. Lauter? Ich nehme das Mikro. Ne. Das geht nicht. Da muss man dann ganz entschieden auch eine Verhaltensänderung
einfordern, sobald das möglich ist. In den eigenen Räumen hier an einer Schule gelten bestimmte Regeln, da gibt es ein Hygienekonzept. Ich darf jetzt mutmaßlich die Maske abnehmen, weil ich relativ alleine hier oben stehe und rede. Bewege ich mich ansonsten in dem Raum, hier habe ich eine Maske zu tragen. Trägt jemand keine Maske, dann bin ich der Meinung, dass nicht nur eine Schulleiterin oder verantwortliche Lehrer, sondern jeder einzelne Schüler im Prinzip darauf hinzuweisen hat, wie die Regeln sind. Das andere ist eine Meinung. Wenn jetzt jemand Corona leugnet, ist ein großes Wort, so wie Herr Bormann das sagt, Corona, dieses Virus gibt es nicht. Meine Erfahrung mit Verschwörungsgläubigen ist, es bringt überhaupt nichts zu diskutieren, zu sagen, das ist aber so, weil. Ich würde den Umgang in meinem privaten Umfeld, Freundeskreis, Familie mit jemandem weiter pflegen, aber das Thema aussparen. Es hat überhaupt keinen Zweck, mit einem Corona-Leugner über Corona zu sprechen. Da rede ich mit ihm über Alltägliches, über Fußball, über die Familie, über das Wetter, um den Kontakt nicht zu verlieren. Ich finde das ganz problematisch, Menschen auszugrenzen, weil wir dann eine gesellschaftliche Spaltung haben und ein Auseinanderfallen in verschiedenen Lagern, die im Prinzip das gesellschaftliche Zusammenleben insgesamt gefährden. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man um diese Querdenken oder Corona-Leugner, wie auch immer man diese Menschen nennen möchte, im Großen und Ganzen kämpfen sollte und diejenigen, die radikal sind, die sich strafbar machen, die gewalttätig sind, einfach mit entsprechenden rechtsstaatlichen Mitteln verfolgen, aber ansonsten einfach zusehen, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben. Nur mit einem Corona-Leugner über Corona zu sprechen, ist wenig sinnvoll. Das kommt dann das vorprogrammiert zum Streit. Ja, nee, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte leider auch diese Erfahrungen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden in der, also jetzt zu meiner Frage, wenn Sie jemanden in der Bahn sehen, wo jetzt jemand keine Maske trägt, würden Sie die Person darauf ansprechen? Ja, sofort. Ja, sofort. Ich spreche auch jemanden an, wenn ich irgendwie, wenn jemand in der Bahn sich unflätig irgendwelchen anderen Menschen gegenüber verhält, egal aus welchen Gründen, ob das jetzt möglicherweise die U5 ist ja relativ berüchtigt, da gibt es ja immer wieder Vorfälle, ob sich jetzt jemand rassistisch oder fremdenfeindlich verhält, antisemitisch, aber es geht natürlich schon darum, eine Situation einzuschätzen und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Wenn ich jetzt als Einzelner einer Gruppe junger Männer gegenüberstehe, dann muss ich mir das schon gut überlegen, inwieweit ich mit so einer Situation umgehe. Aber grundsätzlich finde ich, das ist auch Teil der Demokratie. Demokratie ist Arbeit. Der Ton macht die Musik und auch die Art des Umgangs, aber es gibt rote Linien und die müssen wir benennen, wenn Leute diese roten Linien überschreiten, im ganz privaten, persönlichen Umfeld, auch in der Familie. Ich habe bei mir in der Familie auch Menschen, die die AfD wählen, mit denen unterhalte ich mich weiter, möglicherweise auch unter Politik. Wenn ich aber merke, dass dort Rassismus kommt, also jetzt nicht das Wahlverhalten, soll jeder wählen, was er will, wir leben in einer Demokratie, sondern wenn Menschenfeindlichkeit zur Sprache kommt, dann gehe ich da ganz entschieden, rein. Und so würde das sich jetzt in ein paar anderen Themen auch verhalten. Auch in der U-Bahn. Cool. Ja, nee, finde ich eigentlich ganz gut. Gut. Dann würde ich zur nächsten Frage kommen. Also denn Sie möchten noch gerne etwas dazu sagen? Nee, ist gut. Sind ja noch reichlich Zettel da auf dem Tisch. Ja, definitiv. Durch wen wurde QAnon gegründet und wer finanziert dies? Da habe ich keine Antwort drauf. Da muss ich ganz offen sein. Ich kann ein bisschen erklären, was QAnon ist. Das ist quasi so ein Verschwörungsglaube aus den Vereinigten Staaten, der hier im vergangenen Sommer bei der Stürmung dieser Reichstagsstufen eine besondere Rolle gespielt hat. Aber wer tatsächlich davon der Erfinder ist oder das Ganze finanziert, das kann ich nicht beantworten, die Frage. Ich weiß es nicht. Okay. Dann, wie kommen die Querdenker auf ihre Theorien? Boah. Da kommen Sie. Als Journalist lernt man im ersten Semester, es gibt keine dummen Fragen. Grundsätzlich nicht. Und das ist sogar eine sehr gute Frage. Ganz unterschiedlich, vor allen Dingen aus dem Internet, das spielt schon eine große Rolle. Die sozialen Medien, es wäre wohl dieses, also Verschwörungs-
Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, wie man ja sagt, hat es ja schon immer gegeben. Da bin ich jetzt kein Fachmann, seit tausenden von Jahren gibt es immer wieder. Aber insbesondere in dieser Pandemie, in dieser Corona-Krise gibt es natürlich eine Beschleunigung über die sozialen Medien. Aktuell gibt es zum Beispiel eine neue Verschwörungsmythos, ganz hochaktuell ist, es gibt Menschen, die verbreiten jetzt gerade durch gezielte Desinformationskampagnen, die mehr, dass die Bundestagswahl gefälscht werden sollen. Dass die gefälscht werden. Das ist jetzt eine Erzählung, die im Internet die Runde gemacht. Es gibt einzelne Politiker auch schon, die das auch verbreiten, die da Andeutungen machen. Da möchte ich jetzt gar keine Namen oder Parteien nennen. Von dieser Partei war hier heute schon oft genug die Rede. Und dann nimmt man sich das aus dem Netz oder aus der eigenen Peer Group und verbreitet das dann. Telegram-Kanäle spielen eine ganz entscheidende Rolle, also zum Beispiel so jemand wie Herr Bormann. Ich kann ja mal erklären, wie der das gemacht hat. Der unterrichtet, ich weiß, habe den Namen von diesem Fach vergessen, der ist quasi IT-Lehrer dort gewesen an seinem Oberstufenzentrum, unterrichtet Schüler in so angewandten IT, in so IT-Anwendungen und hat den Auftrag an einen Schüler gegeben, eine Discord-Gruppe, also eine Chat-Gruppe, einen geschlossenen Chat nur für diese Klasse zu gründen. Und in diesen Discord-Chat für seine Schüler, also er als Lehrer ist da Mitglied und die Schüler dieser Berufsschulklasse, hat Herr Bormann regelmäßig Videos von Verschwörungsgläubigen geschickt. Ich mache mal so ein bisschen Name-Dropping, von Attila Hildmann, von KenFM, die werden den einen oder anderen von Ihnen etwas sagen, Beiträge von Russia Today, also alles Dinge, die im Prinzip inhaltlich auch eine gewisse Desinformation manipulativ sind, um die Schüler über einen längeren Zeitraum im Prinzip permanent damit zu versorgen, dass, was hier gerade in der öffentlichen Diskussion ist, grundsätzlich zunächst in Frage zu stellen oder nicht zu glauben. Das ist ein bisschen so ein schleichendes Gift, was über solche Kanäle verbreitet wird. Deswegen bin ich der Meinung, dass das Thema Medienkompetenz eine ganz große Rolle spielen muss, gerade an Schulen und nicht nur an so weiterführenden Schulen, sondern schon auch noch sehr viel früher, um auch Desinformation und Fake News frühzeitig erkennen zu können als einzelner Nutzer. Aber eine besondere Rolle spielt natürlich der Freundesbekanntenkreis und auch die Familie. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer dass ich zustimme und dass Sie es ziemlich gut erklärt haben. Dankeschön. Also ich habe mich das ehrlich gesagt auch sehr häufig gefragt. Aber nun gut, zur nächsten Frage. Was passiert, wenn es für kommunale Wahlen keine Kandidaten mehr gibt aus Furcht vor Hass und Anfeindungen? Ja, das ist tatsächlich ein Demokratieproblem. So weit sind wir noch nicht, aber es gibt einzelne Fälle. Ich habe einen Fall, über den wir auch einen Film gemacht haben, von einer Bürgermeisterin aus einer Kleinstadt hinter Dresden, die wir einen längeren Zeitraum begleitet haben, nachdem sie angefeindet, bedroht wurde, richtig Angst hatte. Das ist demokratiegefährdend. Wenn es keine Menschen mehr gibt, die sich berufen fühlen, die auch Lust dazu haben, den aktiven Mitwirkungsprozess in der Demokratie mitzugestalten, dann hat Demokratie ein Problem. Vor allen Dingen muss man sehen, in dem Fall in Sachsen konnten wir den Nachweis bringen, dass es so war, dass diejenigen, die jetzt so eine Politikerin unter Druck gesetzt haben, selbst das Interesse hatten, dieses Amt anschließend zu übernehmen. Das kann die Folge sein. Wenn ich jetzt eine Gegend habe wie Cottbus zum Beispiel, da ist es das erklärte Ziel von unterschiedlichen rechtsextremistischen Gruppen und einer mit ihnen verbundenen politischen Partei, sich diese Stadt zu erobern, weil alle anderen irgendwann mal keine Lust mehr haben oder keine Angst mehr haben. Das ist ein großes Problem. Deswegen gibt es zum Beispiel ein neues Gesetz zum Schutz von Kommunalpolitikern. Mir hat Heiko Maas mal gesagt, der ist jetzt Außenminister, damals war er noch Justizminister, der hat mir gesagt, wissen Sie, wenn ich zu irgendeiner Wahlkampf Veranstaltung nach Zwickau fahre und da sind irgendwie 400 Leute, die mich auspfeifen, bedrohen, uns mit Farbbeuteln bewerfen, all das. Ich habe 12 Personenschützer dabei als Bundesminister, eine riesen Entourage, steige einschließend in meine gepanzerte Limousine und werde nach Berlin zurückgefahren, nach Hause gefahren. Aber die Ortsbürgermeisterin, die Zwickauer Oberbürgermeisterin und alle anderen Kommunalpolitiker, die möglicherweise noch ehrenamtlich im Amt sind, die sind ungeschützt und müssen das weiter aushalten.
Und denen gilt nach meinem Verständnis eine besondere Aufmerksamkeit durch Gesellschaft und Staat. Ähnliches bezieht sich ja auch auf Reporter oder Journalisten, die angefeindet oder angegriffen werden bei allen möglichen Situationen, auch bei Demonstrationen und so. Die haben ja keinen Schutz anders als Polizisten, die auch in großer Zahl leider angegriffen werden, aber naturgemäß als Polizisten auch einen gewissen Schutz haben, sich auch wehren dürfen. Das können wir ja als Reporter im Einsatz nicht. Und das kann ein ehrenamtliches Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung hier bei euch im Bezirk auch nicht. Okay, es ist mir so leid, dass ich so wenig sage. Ich bin bloß gerade ein bisschen geflasht und leicht nervös. Cool. Nein, aber okay. Nächste Frage. Was denken Sie über Menschen, die sagen, dass Corona eine Diktatur ist? Diktatur, Entschuldigung. Also das ist die wesentlichste, das sind für mich Verschwörungsgläubige. Die Corona-Diktatur ist die aktuell wesentliche treibende Verschwörungserzählung, der Verschwörungsmythos, der diese ganze Querdenkenszene und diese Anti-Corona-Proteste verbindet. Diese Menschen glauben, so unterschiedlich heterogen diese Gruppen auch sind, die dort zusammenkommen, aus sehr viele aus Westdeutschland, aus Südwestdeutschland, aber auch aus Niedersachsen, aus NRW, viele Akademiker, sehr viele Frauen übrigens. Das ist ein relativ weiblicher Protest und ein relativ Ü45-Protest, was bei anderen Protestbewegungen mehr anders ist. Also die jetzt von diesem Verschwörungs-, ich denke erstmal gar nichts über die, ich begegne denen so wie jedem anderen Mensch auch. Aber ich weiß, dass ich den nicht mehr erreichen kann. Das ist so jemand, wie der jetzt Mitglied in einer Sekte ist oder einer bestimmten radikalen Glaubensrichtung, wo sie das nicht mehr brechen können. Sie können im Prinzip nur noch einen ganz normalen, respektvollen Umgang, den ich grundsätzlich versuche, mit jedem Menschen zu pflegen. Aber mir ist klar, inhaltlich kann ich die Person nicht mehr erreichen. Das ist das, was ich denke. Okay. Aber Menschenwürde ist ja universell. Ja. Das heißt, es gilt für jeden Querdenker, für jeden Rechtsextremismus, Risten, auch für jeden Neonazi, hat der natürlich, ist der ausgestattet mit einer Menschenwürde. Und insofern begegne ich jedem dieser Leute, ob jetzt privat oder in meiner Arbeit, erstmal gleich. Unvoreingenommen zu sein, ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man selbst angefeindet oder auch angegriffen wird. Aber da unterscheide ich jetzt erstmal nicht aufgrund irgendeiner politischen Einstellung. Okay, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Person ankommen würde und sagen würde, ja, also ich finde, recht zu sein ist jetzt nicht schlimm, weil das ist ja deren Meinung, dann würden sie das auch einfach nur dabei lassen und dann halt einfach sagen, okay. Nein, das ist eine Meinung und ich würde dann auch, wenn das möglich ist, diskutieren oder so, das mache ich ständig. Ich rede ständig mit Rechtsextremisten, kenne auch sehr viele seit vielen Jahren einfach aus dieser beruflichen Beschäftigung. Aber ich würde jetzt, es geht einfach darum, die Menschenwürde zu wahren. Entscheidend ist, was macht jemand, nicht was hat jemand für eine Meinung. Wenn sich jetzt jemand abwertend anderen Menschen gegenüber äußert oder verhält, dann gilt es da für uns als Journalisten, ist natürlich dann ein Grund der Berichterstattung. Die Berichterstattung machen wir dann, wenn demokratische Regeln verletzt werden, zumindest in der Beschäftigung mit Extremismus. Aber im Umgang mit Menschen ist das für mich das Entscheidende. Wie verhält sich jemand? Und nicht nur, weil da jemand ist, hier sind jetzt im Raum, es werden immer mehr, ich kann das jetzt schlecht schätzen, keine Ahnung, 140 Leute. Und da werden auch 3, 4, 5 dabei sein, die möglicherweise eine andere Partei wählen als Sie oder ich. Oder eine Partei wählen, die ich überhaupt nicht in Ordnung finde. Oder vielleicht auch andere Überzeugungen haben, die menschenfeindlich sind, dann ist es wäre das für mich kein Grund, mit so jemandem nicht umzugehen. Warum? Wenn das aber auf eine Handlungsebene kommt und sich gegen andere Menschen richtet, dann gilt es da nicht nur zu widersprechen, sondern auch einzuschreiten. Aber einzig und allein die Tatsache, dass jemand irgendwie eine Meinung vertritt, die in diesen Kreisen oder unter uns unliebsam ist, es ist kein Grund, jemanden im Prinzip unsererseits abzuwerten. Ich komme auch überhaupt nicht klar mit dieser
Wir leben in einem freien Land, wir leben in einer Demokratie, in der man seine Meinung sagen darf, egal. Also ich zitiere jetzt einfach mal den Berliner Innensenator, will jetzt hier keine Werbung machen für irgendwelche Politiker, deswegen muss ich auch den Namen da nicht nennen, der sagt, Meinungsfreiheit gilt auch für Arschlöcher. Das bedeutet also, auch jemand mit einer noch so abwegigen Meinung darf in Deutschland seine Meinung sagen, auch auf der Straße, auch bei Demonstrationen. Das Problem mit diesen Querdenkern zum Beispiel, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer ein bisschen durcheinander gegangen, ist nicht die Meinung, die sie vertreten, das ist erstmal legitim, dass man eingestellt ist gegen die Politik der Bundesregierung oder eine sonst noch so obskure Meinung hat, sondern dass sie bewusst sich den Infektionsschutz, der in dieser Stadt gilt, überwinden als Ausdruck ihres Widerstands. Ganz gezielt keine Masken tragen, ganz gezielt keine Abstände einhalten und dadurch die Allgemeinheit gefährden. Deswegen wurden diese Demonstrationen irgendwann verboten, nicht weil der Berliner Polizei als Versammlungsbehörde deren Meinung nicht passt. Und das würde ich auch für alle anderen Meinungen, ich berichte auch über, keine Ahnung, pro-palästinensische Demonstrationen, ich berichte über Riga, Straße, über Linke, Rechte, oben, unten, you name it, Trecker, Landwirte, die demonstrieren, Fahrraddemonstrationen, das sind alles Leute, die in einer Demokratie ein Anliegen haben und das auch vortragen dürfen. Das macht Meinungsfreiheit aus, aber deswegen meine Aufgabe als Reporter ist, darauf hinzuweisen, wo die Gefahr besteht. Zum Beispiel da am Beispiel Cottbus. Mhm. Da sind auch Menschen, das war eine genehmigte Demonstration, das war jetzt offensichtlich zunächst kein Gewaltexzess, anschließend wurden Journalisten da bedroht, auch angegriffen, unter anderem ich. Da muss dann Polizei sich mit auseinandersetzen und da laufen Verfahren. Aber einzig und allein, dass da Menschen auf die Straße gehen und ihre Meinung kundtun, ist erstmal erlaubt und muss auch akzeptiert werden, auch wenn einem diese Meinung, die da vertreten wird, noch so zuwider ist. Okay, wenn aber diese Meinung die Existenz eines Menschen nicht respektiert und in dem Sinne intolerant ist, wäre es dann nicht so, dass man dadurch Intoleranz toleriert? Und wäre das nicht irgendwie ein nicht so... Das ist mir jetzt wenig zu wenig konkret. Ganz konkret, was meinen Sie jetzt? Beispiel. Na, ich meine, wenn es eine Meinung ist, dass man jetzt beispielsweise Menschen der LGBTQ+-Community nicht leiden kann. So gar nicht. So null. So gesagt von mir aus, können sie da verbrennen oder so. Und dann man das aber halt eben als Meinung abstempelt. Wäre das dann nicht so, dass man das... Entschuldigung, ausreden lassen. Würde das dann nicht bedeuten, dass man dadurch Intoleranz toleriert, wenn man das als Meinung in dem Sinne respektiert und sich denkt, okay, lassen wir es? Also wenn jemand sagt, ich möchte Menschen verbrennen, egal aus welchem Grund, ja, dann gibt es alle möglichen Gründe dafür, dagegen einzuschreiten, dagegen vorzugehen. Und ich würde auf jeder Demonstration, wo so etwas öffentlich wird, genau das zum Thema machen und öffentlich werden, damit das anschließend in der politischen Diskussion oder möglicherweise auch strafrechtliche Konsequenzen hat. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, auf alle möglichen. Wir haben auf Holocaust-Leugner wie Herr Bormann. Wir haben das öffentlich gemacht, deswegen hat das Konsequenzen. Frau Scheres würde dem nicht kündigen, wenn wir da nicht drüber berichten würden. Oder auch die Staatsanwaltschaft würde kein Verfahren einleiten wegen Volksverhetzung, wenn es diese Berichterstattung nicht gegeben hätte. Und so würde ich mich dann in so einem Fall auch verhalten. Wenn ich aber jetzt als Betroffener, ich sage jetzt mal, ich bin Journalist und es gibt Menschen, die demonstrieren vor dem RBB gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und meinen damit mich, das kommt vor. Die stehen davor, skandieren und rufen, wir wollen, dass Herr Sundermeier rauskommt. Dann dürfen die das. Ja. Auch wenn, ne? Also dann würde ich nicht sagen, denen muss das verboten werden, weil die dürfen das. Egal wie ich das finde, das ist jetzt ein bisschen was Vergleichbares. Das gehört zur Demokratie auch dazu. Es sei denn, diese Meinungen, die dort verbreitet werden, sind strafrechtlich relevant. Wenn jemand den Holocaust leugnet oder sagt, Schwule sollen verbrannt werden oder so etwas, dann ist es eine Straftat, die nicht zulässig ist. Klar, also
Vollkommen nachvollziehbar, ja, definitiv, stimme ich zu. Mir geht es aber nicht darum, dass das jemand sagt, sondern allgemein vielleicht diese Haltung nicht offen sagt, man aber weiß, dass diese Person so denkt. Wir haben 20% roundabout, das ist jetzt eine grobe Faustformel in der Gesellschaft, die durch sogenannte menschenfeindlichen, ich habe eingangs über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gesprochen, die von menschenfeindlichen Einstellungen gesättigt sind. Das ist übrigens sehr analog zu der Annahme der AfD, die der Meinung ist, dass etwas mehr als 20% der Menschen in Deutschland ihre potenziellen Wähler sind. Das ist natürlich die Ausländer-Raus-und-sonst-wie-Partei von besonders vielen Menschen, die mit menschenfeindlichen Einstellungen gesättigt sind. Aber eine Einstellung ist eine Meinung und das ist nicht verboten. Problematisch wird dann, wenn es auf eine Handlungsebene kommt, die sich aktiv gegen Menschen richtet, gegen die sich diese Einstellung wendet. Und dann wird es problematisch. Aber ich kann ja jemanden seine Einstellung und seine Meinung nicht verbieten. Das geht nicht. Also zumindest nicht in einer Demokratie, in der wir leben. Und das Problem auch der Toleranz, wir haben ja auch, sind ja mittendrin in so einer großen Diskussion über Toleranz, wie weit geht Toleranz, was muss ich aushalten und so weiter. Ambiguitätstoleranz ist irgendwie ist ein tolles Wort, das ich mal in der Schule irgendwann mal gelernt habe. Also auch den Andersdenkenden als solches erstmal auszuhalten. Und ich glaube, das ist etwas, das wir trainieren müssen. Okay. Ich weiß, worüber. Das ist jetzt, ich bin dir sehr dankbar für diese Kontroverse. Das ist meine Position, die auch so ein bisschen korrespondiert mit der Art von Arbeit, die ich mache. Aber ich bin ja nicht nur Journalist und Reporter und versuche mich professionell nach journalistischen Standards zu verhalten, sondern dann bin ich halt auch Mensch. Und als Mensch hab ich einfach grundsätzlich diese Position und gucke erstmal, wie verhält sich jemand. Okay, cool. Ich weiß, worüber ich heute alles nachdenken werde. Dankeschön. So, wie sollten wir mit dem Verfassungsschutz umgehen? Reformieren? Ich weiß, dass in dem Bezirk hier die Linke sehr stark ist und die Linke möchte den Verfassungsschutz eigentlich tendenziell grundsätzlich abschaffen. Da gibt es auch gute Gründe für, die ich auch in Teilen nachvollziehen kann. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel erlebt, gerade im Umfeld, ich sag jetzt mal NSU, nationalsozialistischer Untergrund und die Rolle, die der Verfassungsschutz dabei gespielt hat, dass man nicht nur sehen konnte, der Verfassungsschutz hat nicht funktioniert und versagt, sondern er hat auch eine zum Teil, muss man schon so sagen, aktive Rolle, zumindest in diesem NSU-Komplex gespielt. Seitdem gibt es allerdings hat so ein Reformprozess eingesetzt bei verschiedenen, es gibt in jedem Bundesland einen eigenen Landesverfassungsschutz, auch in Berlin, und dann gibt es den Bundesverfassungsschutz, und gemeinsam nennen sie das, wir sind der Verbund. Für mich ist der Verfassungsschutz nur ein Baustein im Umgang mit Extremismus. Man kann sich auch nicht auf den Verfassungsschutz verlassen und sagen, es gibt den ja, die kümmern sich um Extremisten fertig. Viel wichtiger ist die Frage, wie geht Gesellschaft, wie geht Zivilgesellschaft mit Extremisten um? Und ohne eine starke gesellschaftliche Anstrengung wird das nicht gelingen und wird auch diese Gefahr, in der die Demokratie jetzt momentan steht, auch wirklich zu einem massiven Problem, weil die Leute, mit denen wir es da zu tun haben, sind welche, die die Demokratie abschaffen wollen. Davor bewahrt uns der Verfassungsschutz nicht. Das muss man ganz klar sagen. Ich weiß aber, dass verschiedene Verfassungsschutzbehörden ein Problem im Inneren haben, also in ihrer eigenen Behörde, insbesondere dann, wenn dort Menschen arbeiten, die möglicherweise selbst von Einstellungen erfüllt sind, die das eigentliche Problem darstellen. Ist es nachvollziehbar? Das gibt es durchaus, übrigens nicht nur beim Verfassungsschutz, auch in anderen Behörden.
Dafür habe ich keine Lösung. Ich kann nur sagen, aus Mediensicht alles immer öffentlich machen, jeden Missstand ans Licht, damit die Öffentlichkeit, damit Politik und Zivilgesellschaft mit den Dingen umgeht. Einen Plan, den Verfassungsschutz zu reformieren, habe ich nicht. Aber ich bin nicht der Meinung, und das ist eine legitime Meinung, die es auch gibt, dass man den Verfassungsschutz abschaffen sollte. Ich bin aber auf der anderen Seite der Meinung, dass das eine Behörde ist, die komplett überschätzt wird. Auch von der Gesellschaft überschätzt. Das ist auch so die Gefahr, dass viele Leute sagen, also man kann sich nicht auf den Verfassungsschutz verlassen jetzt im Umgang mit Extremisten. Meine Erfahrung als Reporter, als Journalist, nicht nur beim Rechtsextremismus, auch bei anderen Extremismusformen in der Vergangenheit, ist, dass es andere Institutionen, Gruppierungen, auch Medien gibt, die in der Aufgabe, über Extremismus aufzuklären, sehr viel weiter und sehr viel erfolgreicher sind, als der Verfassungsschutz das in der Vergangenheit war. Okay. Gut. Wir kommen jetzt zu den letzten drei Fragen hier. Eine noch? Oh Mann, okay. Ich hatte auch noch eine Frage. Nun gut. Aufgrund des Missempfindens einiger Bürger wurden neue Parteien, unter anderem die Basis, gegründet, welche auch zur diesjährigen Bundestagswahl zugelassen wurden. Wie schätzen Sie die Gefahr dieser Parteien ein? Also die Basis ist die Querdenkenpartei. Das ist ein unmittelbarer juristischer Ausdruck dieser Querdenkenszene. 1:1. Es gibt da keinerlei Unterscheidung. Das ist die Querdenkenpartei. Alle führenden Akteure, nicht nur hier in Berlin, auch in anderen Bundesländern. In Berlin gibt es so bestimmte Kieze, in denen die stark sind. Da gehört Hellersdorf nicht dazu, aber Prenzlauer Berg zum Beispiel, in Steglitz weiß ich, gibt es eine Hochburg, auch in Zehlendorf, aber auch Prenzlauer Berg in besonderer Art und Weise, ist 1:1 die Querdenkenpartei. Und es ist erstmal völlig legitim, dass diese Leute sagen, wir gründen uns eine Partei nach dem Parteienrecht, über die wir im politischen Raum mit dem Ziel in Parlamente kommen, unser Anliegen vertreten wissen. Das machen die jetzt, die machen auch Wahlkampf und werden bei der Bundestagswahl, kann ich jetzt schwer schätzen, also wenn sie auf 1% kommen, sind sie glücklich, weil dann gibt es Geld. Jede Partei, die 1% erreicht, kriegt Knete. Das wollen die auch. Bei vergangenen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg sind sie knapp über 1% gekommen. Nach meinem Dafürhalten ist es ein legitimes Anliegen, so eine Partei zu gründen, aber die haben genau diese Ziele, die Querdenker haben. Und ich habe viele Gespräche in den vergangenen Wochen gehabt, wo man immer gefragt wurde oder wo ich auch Leute gefragt habe, wie ist diese Partei zu bewerten? Dafür ist sie noch viel zu jung. Also ich kenne zum Beispiel keinen Politikwissenschaftler, der sich öffentlich jetzt in einem Interview, ich habe das mehrfach versucht, zu einer Einordnung dieser Partei die Basis bislang berufen gefühlt hat, weil das einfach noch zu frisch ist, zu jung, da ist noch zu viel in Bewegung. Aber ich glaube, spätestens nach der Bundestagswahl wird das passieren. Wir haben ja eine Vielzahl von Kleinstparteien, auch das ist ein Novum. Das hat auch was mit einer gefährdeten Demokratie zu tun, dass die Parteienlandschaft so ein bisschen zerfasert. Da gibt es oft so Erinnerungen und Analogien zur Weimarer Republik zum Beispiel, wo auch das Parteienspektrum immer größer wurde und es nicht mehr den zentralen großen Zuspruch für einzelne Großparteien gab, sondern das so zerfaserte. Und in diesem Prozess sind wir mittendrin und man muss gucken, wie sich das dann am Abend der Bundestagswahl oder bei dem amtlichen Ergebnis darstellt. Die Basis wird uns aber auf jeden Fall, insbesondere hier in Berlin, und die treten übrigens nicht für die Abgeordnetenhauswahl an, nur für die Bundestagswahl, bei der Abgeordnetenhauswahl ist die Basis nicht zugelassen, werden die uns noch weiter beschäftigen. Okay, vielen Dank, Herr Sundermeier. Also, darf ich kurz um Applaus bitten, erstmal hier für die sehr schöne Fragerunde. Vielen lieben Dank. Also, ich habe definitiv das Gefühl, dass ich heute etwas gelernt habe. Vielen Dank. Und ich gebe das Wort weiter, oder? Ich bedanke mich auch an Sie beide, an das Publikum und würde jetzt nun ganz herzlich bitten, Frau Dr. Sumpf auf die Bühne zu kommen, um sich im Namen der Bibliothek, der Peter-Weiß-Bibliothek, bei Herrn Sundermeier zu bedanken und darf nochmal darauf aufmerksam machen, dass die Frau Dr. Sumpf eine der ersten war, die sich vor rund 30 Jahren als Ehrenamtlerin für die Bibliothek engagiert haben. Vielen Dank.
ganz herzlichen Dank. Ich möchte noch zum Stichwort Bibliothek, auch wenn ich in dem Haus noch nicht zu Gast war, aber Sie haben es bestimmt mitbekommen, dass in der letzten Zeit die Bezirksbibliothek in Tempelhof-Schöneberg auch zum Ziel von Aktionen wurde. Dort wurden Bücher zerstört. Es ist übrigens kein singulärer Fall. Der Leiter der Bezirksbibliothek in Tempelhof-Schöneberg geht da sehr öffentlich mit um. Ich weiß, dass viele Bibliotheken in ganz Deutschland momentan in Sorge sind, weil sie auch Störaktionen erlebt haben, auch bei Vortragsveranstaltungen und so weiter. Deswegen kann ich sagen, dass funktionierende Bibliotheken als Einrichtung einfach so auch ein wesentlicher Teil dieser funktionierenden Demokratie, die in Gefahr ist, sind, dass auch Veranstaltungen wie diese hier heute Abend da ja eine besondere auch Anerkennung bedürfen, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, sowas durchzuführen. Also auch alle möglichen Institutionen geraten unter Druck, sind in Gefahr, und das auch tatsächlich Bibliotheken. Mir ist dieser jüngste Fall da aus Tempelhof-Schöneberg sehr präsent, weil ich weiß, dass es viele Autoren gibt, auch Buchautoren. Ich kenne auch quasi die meisten Autoren, deren Bücher da betroffen sind. Das ist ein Ausdruck dieser gefährdeten Demokratie auch. Danke. Applaus